Super, et maintenant nous avons les Politikerinnen hier bei mir im Käfig. Und zwar die Elefantenrunde mit Angelika Huide, Vorstandsmitglied der jungen BDP Schweiz, mit ihrem ersten offiziellen Auftritt. Herzlichen Applaus für Angelika! Ja, auch die Bürgerlichen machen mit. Das ist ganz wichtig bei der Lohngleichheit. Und Präsidentin der CVP Frauen Schweiz, Babette Zig, herzlich willkommen. Wir applaudieren nur bei der ersten, bei den anderen jagen wir es durch. Aline Trede, Nationalrätin der Grünen Partei. Barbara Gysi, Nationalrätin und Vizepräsidentin der SP Schweiz. Wir machen das, ja. Wir machen das so. Ich stelle 2 bis 3 Behauptungen auf, wie man sie gerne hört von den Gegnern. Ich sage jetzt bewusst Gegner der Lohngleichheit. Ich habe das alles im O-Ton aus den Protokollen des Ständerates rausgehört. Ich habe es nicht erfunden. Ich klebe mir jetzt keinen Schnauz an, aber ich rede ein bisschen tiefer. Und ich paupte etwas und ihr werdet dann etwas dazu sagen können. Seid ihr parat? Okay. Also, es gibt schon Lohnunterschiede, aber das ist doch nicht automatisch immer gleich Lohndiskriminierung, oder? Ja, also das Schöne ist, dass ich liebe ja Humor und ich sitze manchmal in diesen Debatten und denke, es ist die beste Satire-Sendung ever hier. Das Problem ist, dass sie es ernst meinen. Und es ist klar, es gibt Klimalügner, es gibt eben auch Lohngleichheitslügner. Und es ist eine Intelligenzfrage. Sie können es, glaube ich, nicht wirklich erkennen. Dass es Diskrepanzen gibt. Jetzt müssen wir halt einfach mit den Analysen noch nachrücken und das schwarz auf weiß machen für die, die es dann zuletzt noch verstehen. Ja, natürlich gibt es Lohnunterschiede. Es gibt ja auch verschiedene Berufe und verschiedene Stufen in diesen Berufen. Da hat ja wohl niemand etwas dagegen. Aber es ist absolut beschämend, wenn wir Frauen 2018 immer noch um einen gleichen Lohn auf gleicher Stufe kämpfen müssen. Das geht einfach nicht und darum stehen auch wir bürgerlichen Frauen hier. Okay, zur nächsten Behauptung. Also man kann doch nicht, meine Damen, die Unternehmen zu Lohnanalysen verpflichten. Das ist total kontraproduktiv. Das ist gegen die Wirtschaftsfreiheit. Wenn Frauen nicht den gleichen Lohn zu bezahlen, das ist gegen die Frauen, das ist gegen die Lohngleichheit. Und da müssen sich die Unternehmen nicht beklagen. Wir Frauen leisten immer noch den großen Teil der unbezahlten Arbeit. Wir wollen endlich gleich viel verdienen. Wir wollen aber auch die Frauenberufe besser bezahlt haben. Da müssen wir ansetzen. Und da sollen die Herren in der Wirtschaft endlich mal nachgeben. Meine Meinung, meine Damen und Herren, ist, wenn die Frauen bis 65 arbeiten, dann können sie dann auch den gleichen Lohn verlangen, aber vorher sicher nicht. Meiner Meinung nach hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wir von der BDP, wir verlangen sowieso die Kopplung vom Rentenalter an die Lebenserwartung, damit wir das Rentenalter entpolitisieren. Also ich würde es sehr umgekehrt sehen. Wir reden dann über das Rentenalter, wenn wir gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen. Der Gleichstellungsartikel ist über 10 Jahre älter als ich und ich bin auch nicht mehr 20. Und ich denke, es ist jetzt an der Zeit, nach einer Durchsetzungsinitiative zu schreien. Ich freue mich auf die Debatte am Montag. Wir werden ein Knöpfi. Okay. Also ich muss mich jetzt schon noch in die Bresche schlagen für die bürgerlichen Frauen. Ja?
Also erstens machen Sie hier mit, das ist super, das ist nämlich nicht nur einfach, sich in eine andere Szene zu begeben mit anderen Codes. Und zweitens, ohne die bürgerlichen Frauen, ohne die Mitte wird es nicht gehen. Die Lohngleichheit werden wir nicht erreichen ohne die bürgerlichen Frauen, das sei hier deutlich gesagt. Okay, ich glaube, wir schließen hier unsere Elefantinnenrunde. Ihr seid super. Es braucht dicke Haut, wenn man Politik machen will. Herzlichen Dank, dass ihr arbeitet.